Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der 17. Ja, wir sind am Schwaden mit dem IAC. Ja, habe gesagt, ich wollte ein Video vom Schwaden machen. Geht mächtig rund heute. Ja, habe mich jetzt doch schon entschieden, heute das Zeug wegzumachen. Nicht morgen. Das ist gut. Das habe ich ja vorgestern, also ja gestern Morgen gemäht. Wir haben 17 Uhr. Ich hätte nicht gedacht, aber trockene Luft, also wir haben ja beim Spritzen war es windstill, aber vorher war es richtig Wind, also das können wir wegmachen, das Heu. Das ist gut. Ja, bin ich hier schon zu Gange, schön mit dem IAC, den Schwader, den zieht er ja locker, ne? Passt. Ja, dann Ernte, wie gesagt, 4 Wochen geht es, denke mal, los mit der 4 Wochen geht's los mit der Gerste, denke ich. Ernten sind fertig geschoben in der Gerste. 4 Wochen. Könnte hinkommen. Sorry, aber ich habe einen Lütten, haben mir aufgesagt. Naja. Also im Moment ist auch wieder Erkältungswelle hoch 4. Aber naja, geht einigermaßen. Schön Bier trinken und dann das beruhigt. Also alkoholfreies Bier, ne? Radler, Alkoholfreies. So. Das Stück habe ich jetzt fast fertig. Da muss ich gleich da hinten das eine noch machen. Oh. Also ob hier das auf dem Hocken funktioniert hat, weiß ich jetzt noch nicht, aber naja, gut gepresst. Ich denke mal nachher, 19 Uhr so, dann kann das hier noch mal ein bisschen ziehen. Das bleibt eh bis 22 Uhr hell. Wenn es im Ballen ist, ist alles passiert, dann holen wir es erst morgen, weil trocken soll es ja auch bleiben. Ja, funktioniert. Ja, trocken soll es auch bleiben, also dann geht's. Habe ich kein Bedenken. Ja, aber sieht ja ganz gut aus, ne? Ich denke mal. Oh, 8 Ballen. Mensch, muss mir gleich noch ein Bier holen. Da geht's besser. Nope. Das war nichts. Lenkachse wieder entsperren. Also, damit's passt. So, zack. Jetzt läuft's. Ja, eigentlich sollte man den dann Schwaden auch machen. Habe ich aber vergessen. Naja, passiert. Ist ja so schlimm. Sieht ja alles ganz anständig aus. Ja, wie gesagt, den Schwader, den haben wir gebraucht gekauft. Sowas können wir uns neu nicht leisten. Der kostet ja ein Zündgeld. Ja, hier bei den Nachbarbauern, da steht das auch alles ziemlich gescheit. Sieht auch alles ganz gut aus. Dann ist doch top. Ja, Anneliese, die ist gerade raus. Eine Kuh ist am Kalben, also eine trocken stehende Kuh. Da wollte die kurz gucken, deswegen geht es auch nicht weiter da oben. Der Deutsch steht immer noch da. Ja, aber ich denke mal, in einer Stunde seht ihr das auch noch fertig und dann passt das. Ist nicht mehr viel. Es sind nur noch 3, 4 Bahnen. Ja, hier steht die Gerste auch gut. Oh, ne, Weizen. Ja, hier steht der Weizen auch gut. Ja, passt ja. Da unten steht da der Gedolz. So, dann klappen wir die ganze Maschine mal aus. So, hier oben können wir. Wir wollen es ja mit der Breite machen. Ah, zwischen 8, 9 und 8, 7. So, ja. Wollen wir mal gucken, wie die Schwaden geformt werden. Ja. Wir können ein bisschen dünner noch, weil die Schwaden werden mir ein bisschen dicke. So.
Jo, das passt besser. Klar, beim Pressen ist es schön, eigentlich dicke Schwaden zu haben, weil da muss man nicht als bei uns in echt 20 Meter links, 20 rechts, ne, muss man halt so fahren, damit dann der Ballen gleichmäßig voll wird, weil sonst hast du ja Ostereier. Ne, das ist dann da das Problem. Oh, das Gelenk hier, das läuft gut. Naja, sonst hat man Ostereier und dann ist ja so schön. Aber sonst jetzt, also, ne, mit den dicken Schwaden, also gerade von den Mittelschwaden, selbst die sind schon noch dick genug. Die Presse, die macht das ja auch an der Seite noch ein bisschen. Also, das ist schon fast die ganze Presse hier. Ja, ein bisschen breiter ist die Presse auch definitiv noch, aber, ne? So, gespritzt habe ich gestern auch noch schnell alles fertig. Das war nicht viel Arbeit mehr. 5 Minuten, 15 Minuten oder 5 oder 10 Minuten. Also das war ja nur das Stück hier. Das sieht ja jetzt auch ganz ansprechend aus. Ja. Wie gesagt, die neue Pro-Seed, also die alte Pro-Seed-Version wieder reinmachen, weil die ist echt schöner. Die neue gefällt mir überhaupt nicht. Ja, so ist er. Aber hier gibt es auch ganz gut Ballen. Das sieht auch gut aus. Da bin ich echt zufrieden. Also, das passt. Hier fahren wir dann gut. Ja, Gülle, ne, Gülle, die fahren wir nicht drauf hier. Das machen wir hier nochmal Kunstdünger drauf streuen für den zweiten Schnitt. Nochmal ein bisschen dünner oder gar nicht. Weiß er nicht. Na gut, aber wir haben doch schon gut Futter nötig, weil wir haben ja nicht mehr so viele Wiesen, wie wir mal hatten. Ich habe ja da hinten das umgeackert. Ich hatte eine Genehmigung dafür, falls sich wer fragt, ne? Auf jeden Fall, weil sonst hätte ich ja jetzt Mega vom Amt und hast du nicht gesehen. Darf ja gar nicht mehr Wiesen umbrechen, Dauergrünland. Aber ich hatte eine Genehmigung, habe gesagt, dafür hier hinten die Wiesen und ja, dann ging das auch irgendwie mit viel Fragen und Machen und Tun und ach, hör auf, Junge. Das war nicht schön, aber es ging. Ja. Da unten steht ja der Deutz, 140 PS, das läuft. Der IAC hier an dem Schwader, du, das ist ein Gedicht, das läuft. Das ist echt geil. Frame-technisch läuft sie auch. Das ist jetzt durch die Aufnahme die paar 3-4 Frames da weniger. Boah, sonst sind immer konstant 60. Also das ist echt schon eine geile Karte hier. Gefällt nicht. So, jetzt machen wir natürlich hier als schön Bahnen, ne? Da können wir hier dann schön nachher die Ballen absetzen. Muss Anneliese beim Ballen aufsetzen, auch dann nicht so viel irgendwie. Oh, hat es feiner, wenn sie dann so abholen kann. Ah, kriegen wir schon alles. Nachher mache ich vom Pressen auch noch ein Video. Und dann geht's los. Dreschen. Ich denke mal, Pressen wäre mit einem Deutz oder so. Der macht zu wenig. Der macht nicht so viel, mehr viele Stunden. Deswegen. Nicht allzu Fan nehmen. Mal Deutsch nehmen. Bald kommt eh ein anderer Schlepper noch dabei. Lasst euch überraschen. Ja.
vor lauter Husterei vergessen, Schwadau zu machen. Naja. So. Dann wird hier jetzt oder angesetzt und weiter. Ja, wie gesagt, ich denke mal, Gerd, der vermisst uns. Der hätte, wie gesagt, dem hat was angesehen. Der war richtig traurig, dass er jetzt hier nicht, ist er schon lange weg. Ist richtig traurig, dass er nicht hier irgendwie jetzt Schwaden haben, weil sonst macht er das immer gerne. Ja, aber heute mal ist mal. Schwaden macht mir auch Bock. Oder Ballen fahren, das macht der Gerd dann auch immer am Ende. Ja, ja, so ist das. Aber läuft. Ja, hier mit dem Schwader kannst du auch Gas geben, da musst du jetzt nicht langsam fahren. Der geht gut. Ich fahre jetzt gerade auch mit der 540er Zapfwelle und richtig Vollgas bei der Kiste. Das hat er so laut dem Nanometer oder was da drauf ist, hat er 500 bis 600 Umdrehungen. Das passt. Da haut er rein. Ist ja auch ein kleiner Bulldog, der macht ja nicht den Schwader kaputt. Ja, einfach machen wir mal unten rum, da kann ich euch mal zeigen. Oder ja, wir fahren rechts rum. Dann sind wir fertig, dann kann ich den gleich richtig in die Halle reinfahren. Ja, passt halt. Oh, 30 läuft da, springt oder gut. Der IHC. Das ist echt eine gute Anschaffung. Hinten mit dem Breitreifen drauf. Allrad hat er zwar keinen, hat nur so eine Notsperre. Das hier hat er, hinten Sperre. Damit kann er dann, ja, falls du dann da mal irgendwo hängst, dass hinten beide Räder gleichzeitig drehen und da kommst du mit den dicken Reifen hinten eigentlich auch schon ziemlich weit. Vielleicht irgendwann nochmal den Schlepper hier verkaufen und den dann genau ein Allrad kaufen und vielleicht dann eine Nummer größer, also nicht 644, sondern 744. Ja, aber sonst läuft. Ah ja, der ist ja eigentlich nur gedacht hier für einen Mischwagen oder so. Aber hier bei der Arbeit, da wird auch mal richtig warm. Klar, beim Mischwagen. Oh, das muss ich auch noch sparen. Beim Mischwaren, da muss er ja auch richtig Vollgas laufen an der Kiste, weil wenn den darfst du auch nicht, da musst du dann beim Befüllen musst noch anlassen, einen Futtermischwagen, weil sonst kriegt er nicht mehr an. Das ist das Problem. Dann würde ich es ab, deswegen gleich beim Reinmachen Vollgas laufen lassen. Ja, ist natürlich dann schlecht, wenn du dann hier im Winter bist, die Maschinen kalt sind und er da Vollgas laufen muss. Deswegen zum Füttern, dann macht er mal irgendeine kleine andere Sache. Und dann ist das gut. Oder zur Not mache ich dann nochmal einen Schlepper von Mischwaren im Winter, der dann auch, davor ein bisschen gelaufen hat. Weil, wenn er dann so kalt ist und er da Vollgas laufen muss, damit er dann zu Rande kriegt, dann ist auch schlecht. Oder im Winter machen wir es dann so, er würde am Anfang nicht ganz Vollgas gefahren, sondern Halbgas, dann läuft er 2-3 Minuten und dann. Klar ist der noch nicht warm, dann um Gottes Willen. Ist ja Diesel, Benziner, ja, der wird schnell warm. Aber Diesel, Wir lassen ihn ja auch immer im Winter dann vorglühen. Ne? Dann hier den Anlasser heben und dann Kupplung nicht treten und dann nach 30 Sekunden eine Kupplung treten und dann passt das. Ja. Dann ist er an. Und dann muss man noch ein bisschen laufen lassen, dann ist er warm. Wenn ich jetzt sagen mal mit dem Deutz davor noch Schnee geschoben habe oder was weiß ich, Holz gefahren habe oder nochmal Getreide weggefahren habe, dann kommt der an Mischwaren dran. Da will ich einen IHC nicht quälen, der kalt ist wie sonst was. Muss ja auch bei minus 20 Grad, muss ja auch gefüttert werden. Ist ja so. Naja. Und der Anneliese muss mal ihr, wie heißt das nochmal, Wärmeflasche, muss er da mal den unter den Zylinder legen. Naja,
So. Ja, das kriegt dann eine Presse auf diese Stücke hier, ist das auch nicht so wichtig. Man kann halt nur von der Seite drauf fahren. Sonst, wenn Stoppeln ist, fahre ich von oben drauf. Aber ich denke mal, wenn ich die Genehmigung kriege, können wir das hier noch mit zum Ackerland machen. Aber ich wollte es ja nicht machen, weil vielleicht bauen wir hier ganz eventuell nochmal eine Halle hin. Dann zum Getreide verlagern. Klar, ich habe da erstmal genug Hallen. Aber da müssen ja dann Maschinen im Sommer, die müssen ja dann draußen stehen. Ja gut, hier hinten dann in die Unterstände, da geht auch was rein. Oder dann da vorne und dann das Dach drunter oder dann zum Schweinebetrieb, da ist ja auch eine Halle. Aber vielleicht müssen ja dann, wenn zwar mehr Maschinen nochmal sind, die draußen stehen, und das ist ja dann nicht toll. Natürlich, wenn es jetzt, was macht es ein Ackerflug, wenn der im Sommer draußen steht, wenn es nicht regnet oder so. Das heißt, wenn es mal regnet, ist ja auch nicht schlimm. Ne. Klar, wenn man die Maschinen vorher schön mit Fett eingesprüht hat, dann rosten die auch nicht mehr so. Oder gar nicht. Oh. Passt halt. So, Lenkachse sperren. Klar, der hat ja hier eigentlich nur einen Hydraulikkreislauf. In echt geht das ja gar nicht, weil der hat ja drei Funktionen. Einmal das Klappen. Dann hat er ja die Funktion hinten mit den Rädern, ne, Lenkachse. Ach so, ja, aber gut, Lenkachse, das geht ja gar nicht da. Nein, Lenkachse nicht, das hat ja damit nichts zu tun. Das geht ja hier vorne mit. Nee, doch, die Lenkachse hinten geht tatsächlich mit, die geht tatsächlich mit der Hydraulik. Ja, nee, ach, weiß ich selber nicht genau. Wir haben halt echt nichts mit Lenkachse. Naja. Aber auf jeden Fall, zwei braucht er auf jeden Fall, weil er hat ja hier dieses Verstellbare. Ist ja hydraulisch verstellbar. Ist ja nicht so, dass man das jetzt per Hand da macht. So. Naja. Oder. Habe auch noch nicht so viel Erfahrung mit dem Zweikreisgeschwader. Braucht man da auch nicht zwei Steuergeräte? Für, also um die zu, weil eigentlich jeder einzeln, oder? Ich weiß es nicht. So, hier stehen die Kipper und dann der Mähdrescher. So, du kannst, jo. Dich hänge ich ab. So. Kann er nachher Ballenwagen fahren. Jo, Mädels geht's gut. Sieht man ja, ne? Jo, passt alles. Ja, hier muss ich auch noch wieder sauber machen. Da hinten liegt da ein bisschen Saatgut und das Bild da oben, das sehe ich. Das finde ich auch schön. Ja, liebe Leute, aber ich sag dann mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen bei einer weiteren Folge LS 17. Jo, bis dahin, macht's gut. Oh, 18 Minuten, 19 Minuten. Jo, macht's gut. Ciao.